unser Lieblingsding. Ja. Nee. Hoffentlich ist das Ding wieder hinten in der Hütte, dann wird's einfach. Wie war in der Höhle? In der Hütte hinten am See. Hütte. Ich dachte Höhle, was für eine Höhle? Ja, Höhle. Nee, nichts Höhle, nee, Hütte. Gebraucht für die Hüttentüren. Ja, das liegt ja wieder unter der Matte. Ja, ja, stimmt. Und hat ja Kippi rausgefunden gehabt. Ich stand ja davor und wusste nichts. Halten Sie für den Stand oben, indem Sie im Licht bleiben. Ich renne mal im Dunkeln durch die Gärten. Naja, im Dunkeln siehst du halt mit der Kamera gleich den Orb am besten. Mhm. Na, findet er was im Regal? Nee, noch nicht. Ein Staubkorn. Die Köpfe da drinnen. Ich geh wieder mit EMF überall durch. So, Zeug eines Geisters. Oh mein Gott. Fotos sollen wir von ihm machen und unter 25%. Habt ihr diesen Donner gehört? Mhm. Dabei hab ich richtig laut, ey. Da würde ich jetzt nicht gerne hier campen. Aber ich finde campen wirklich gruselig. Da könnte im Wald alles rumrennen. Ach mein Gott. Kann in deinem Garten zu Hause auch. Deswegen bin ich da nie. Hä, wo ist denn der Generator? Der ist ja gar nicht mal hier. Der ist hinten am... Hingestellt. Ja, genau, hingestellt. Das ist das hingestellt von morgen. Genau. Oh Mann. Oh, der müsste doch hier hinter dem Duschhaus sein, oder? Ja, ist er, ne? Deswegen. Warte, ich guck mal auf der Karte schnell, wo der ist. Ah, ich hab ihn, Er ist am anderen Ende. Er ist jetzt an, übrigens. Okay, da mach ich überall Licht an. Oh, mit dem Regen ist es aber ganz schön schwer. Ein Orb zu sehen. Na, habt ihr schon mal hier draußen einen Orb gesehen, oder wie? Gucken wir erstmal beim Haus, oder? Ja, lass das Geld mal zum Haus laufen, ich wollte gerade sagen. Wenn da kein Mist gesehen ist, wo finden ist. Das Haus ist ja nicht so unten. Warte schon auf diesen Steg, das ist schön dort. Ich hab den Orb! Wo? Ja? Wo? Oder? Ja, hier! Wo ist hier? Hier! Hier! Da in der Ecke. Sich irgendwo verstecken. Da in der Ecke fliegt der rum, hier bei diesen Tischen. Bist du hier? Hat jemand ein Foto dabei? Da liegt eine Puppe. Bist du hier? Ja. Also EMF macht gar nichts. Möchte mal hin da. Geh nix. Da. Oh. Bist du hier? Temperatur ist schwierig. Wo bist du? Du. Aber hier draußen wäre ja richtig übel. Wo soll man sich denn hier auch verstecken? Nein, in den Zelten. Ja, bis man dort ist. Na, die Zelte werden, die kannst du ja auch wieder zumachen, weil wir bei den Gefängniswänden zählen. Ja, der hat mich wieder hier die Zwillinge auch zwei Orte haben? Aha. Nee. Nicht gut. Da haben wir nie zwei Orbs gesehen. Ja, warum haben wir denn hier kein Licht? Da geht es nicht an. Nico. Willkommen in der Sommerresidenz, hier bei Schloss. Warum ist deine Tür gegangen? War das nicht die Eingangstür, die zugemacht wurde? Bin gleich kurz. Stiflas Mom. Der heilige Geist. Nee, Stiflas Mom war das. Stiflas Mom? Die Badewanne. Auf die Traumbadewanne für dich gemacht. Boah, schon groß. Eine Eckbadewanne, oder? Oh ne, einfach so schön groß und bequem. Die Platzierung vom Bett ist schon irgendwie komisch. Drückt man einmal zu fest, kriegt man da unten. Was, poppt man einmal zu fest? Ich hab gesagt, springt, aber du bist ja wieder, wie du handelst.
Aha. Was ist schon eher. Ach, nee. Hier will jemand Obst haben, hier will er. Das ist doch was für dich. Ich will eine Banane. Schön Salat. Schön Salat. Hier ist eine Wildpflanze. Champignons, Gurken, Kirschen. Können wir schon was zubereiten. Die sind auch nicht immer gut, ne? Ja. Ja, aber Köpfe. Das wäre was, was ich wirklich mal sehr, sehr gerne machen würde. Aber ja, gemeinsam kochen. Ja, Stefan Randa. Ja, genau. Ist ja durch. Aha. Kochschürze oben, Kochmütze kriegt er auf den Kopf gesetzt und los geht's. Mhm. Habt ihr noch was ist gefunden? Nö. Nee. Aber der Ort fliegt ja super schön rum. Ja, Quatsch, tut alle hier. Bist du hier? Wo? Meine Puppe schmeißen. Mann, eigentlich soll die Puppe dahin gehen, wo der Geist ist. Ja, das macht's aber nicht. Wo bist du? Wo bist du? So mit Puppe. Der Orb fliegt da, wo die Puppe hingeflogen ist. Vielleicht ist es dann die Puppe, die den Orb macht. Nimm mal die Puppe weg. Ich hoffe, der Orb immer noch da ist. Nee, ist der Orb ist immer noch da. Quatschen will er hier nicht. Was sagt die Temperatur hier? Die Temperatur sagt nicht unter. Also außerhalb ist auch schon 5 Grad und so weiter, aber es ist sonst überhaupt gar nichts in die Richtung Grad. Ich bring mal 2 Sensoren an. 8,9, 12,8. Berg ist uns dabei. Hm? Was? Gott? Gott steht schon. Ich hab 2 Sensoren jetzt noch. Nee, aber Temperatur die für die Dinge. Wenn er hier wirklich sein sollte, aber wenn hier Dings ist, aber wie gesagt, deswegen hatte ich ja gefragt, ob die Zwillinge vielleicht hier aufzetten. Das wäre ja viel krasser, wenn wir ja die ganze Zeit nämlich bei den Falschen sind. Ich hatte so angehört, wäre es ja irgendwann so Blätter durchgegangen. Aber im Haus haben wir auch probiert, ne, wegen Orbs. Nö, aber also EMF hat bei mir noch nirgendwo ausgeschlagen. Da liegt die Kamera da hier. Hat die überhaupt die Kamera hingepackt? Nee, ne? Ich geh nochmal ins Haus. Das ist selber mal. So sieht man besser gleich, wenn das durchläuft. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Jetzt hätte ich ein Wischerbrett. Bist du hier? Bist du hier? Wir können ja froh sein, dass er da irgendwo unter dem Zelt oder so ist. Weil wenn er hier irgendwo mitten auf dem Weg wäre, würdest du den Orb ja gar nicht sehen vor lauter Regen. Mhm. Bist du hier? Ich sehe nur den Orb, aber nichts durch den Dot-Ding da laufen. Stell noch eine Hand? Eine Hand? Wo ist eine Hand? Hier. Beim Haus. Habe ich mitgenommen. Habe ich fotografiert. Mhm. Okay. Habt ihr geguckt wegen Dots? Also auf dem Dot ging es aber nicht so sehr. Wegen Orb? Ja, da drin habe ich jetzt nicht geguckt. Ich gehe ins Haus, ich habe eine Cam mit. Ich habe auch jetzt eine geholt. Hattet ihr jetzt hier schon eine Kamera aufgestellt? Ja. Ne, beim Dot hier draußen? Ja, da. Ach, da schlägt die, hab ich gar nicht gesehen.
Wir machen jetzt ein YouTube-Video. Ja, alles klar. Die Geisterjäger von Silent Hill. Bluh, mit Silent Hill möchte ich kein Geisterjäger sein. Nee, ich auch nicht. Also ich sehe hier keinen Orb. Mhm. Ja, war ja wie gesagt eine Vermutung mit dem Bild oder was. Nee. Das wäre natürlich ziemlich übel. Ja. Aber das ist lustigerweise das, was sich viele Spieler gewünscht haben. Was? Silent Hill? Nee. Zwei Geister. Da hab ich gestern, wann waren das? Da hab ich zu Tami auch gesagt. Wirst du noch in eine Stufe über Profi gehen, wo der mehrere Geister zu finden sein können? Wo du aber nur einen herausfinden musst. Läuft nicht durch. Auch nicht durch den Salz. Also irgendwie erst bis jetzt. Gar nichts, ne? Ja. Absolut noch gar nichts haben wir. Bis auf Orb. Oh, der war aber zwischendrin auf 10 oben. Das ist Richard Jones und... Wir haben Gefriertemperaturen. Alleine. Oh. Ich hab grad deinen Atem in der Kamera gesehen, wie du hier gelaufen bist hier. Ich sehe auch meinen Atem. Warte, ich hol mal, ich hol mal nochmal das Ding. War es da hinten wieder oder was? Nee. Bei der Kreuzung. Wo bin ich? Ist das falsch? Ich bin falsch gelaufen. Ja, ich sehe auch deinen Atem, aber das will ich nur mal checken. Ja, hier. Bist du mit dein Ding? Ey, diese Ausdauer hier, ne? Die hat Ausdauer wie ein toter Fuchs hier. Ne, ich sehe das EMF. Aber ja, ich nehme trotzdem mit. Kamera packe ich erstmal weg. Wollten wir früher Dings? Wo wurde das weggeworfen? Keine Ahnung. Ach hier, da liegt es. Das kontrolliere ich jetzt hier in der Kreuzung, ja, sagst du? Ja. Hier irgendwo war das, ne? Er huntet! Oh, er huntet! Das ist scheiße. Er weint, oder? Er hat nicht. Nee, er hat nicht geweint. Hat irgendwie geröchelt. Hat er nicht? Ja, oh ja, mein Gott, du bist vor meinem Haus gestorben. Ja, vor deinem Haus. Ja, vor meinem Haus. Ja, ich hatte jetzt also der ist wirklich da, wo Milena gesagt hat, da ist er irgendwo gespawnt hier. Auf der Kreuzung? Ja. Ja. Also ein Jahrzehnt ist der gekommen. Also wir haben Orb und wir haben die Gefriertemperaturen. Revenant, Yukari, Hantu oder aber Onryo. Aber der ist gerade durch den Sensor gelaufen. Revenant? Warte, was haben wir jetzt? Orb und Gefriertemperatur. Ja. Ah ja. Der Revenant braucht Buch. Der war aber voll schnell. Na, so schnell war er nicht. Ich hab den aber auch schnell gehört. Also ich bin gerade noch ins Zelt reingekommen und zugemacht und habe ich schon gehört seine Schritte und seine Atem und... Jura wäre dort. Ja, ich will noch mal eine Kamera aufstellen auf der... Antu? Mit den Dots. Antu wäre ja. Gefriertemperaturen, aber wo ich... Fingerabdrücke, aber wo ich denn Fingerabdrücke finden? Und Onryo... Onryo wäre Box. Welche Kreuzung ist das? Dann stelle ich da gleich nochmal eine Kamera und Dots auf. Einmal seine Diepel nehmen. Ja? Laufrichtung Haus. Ich sag, ich stopp, ich stehe. Das ist nämlich alles gut im Keller. Die sind nicht sau. Eigentlich da, wo der Fußball liegt, der Basketball. Bist du hier? Hier. Ja, hier, genau. Okay, dann mach ich mal. Bist du hier? Hier so Gerfen? Nee, das passt nicht. Bist du hier? Milena?
Hä? Wenn du studierst, bei mir kommt kein X. Oh. Ja, ja, sorry. Bist du hier? Bei mir kommt X. Wo bist du? Doch, es kommt nix, aber es hat nix mit mir. Es leckt hier bei mir voll. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich hab mich verloren. Da hinten. Hast du wo bist du? Hab ich verloren. Der redet nicht mit mir. Guck mal nochmal hier bei den selben Dingen. Oh, vielleicht ist er hier auch Doktor irgendwo. Oder, also in den einzelnen drei Zelten hier, wo du reden kannst. Da hab ich schon geguckt. Mhm. Und mit dem Regen ist das ganz schön schwer. Mhm. Ja, aber wo willst du hier auch hinabgefunden? Was hätte jetzt der... Also für mich war der verdammt schnell, deswegen... Buch wäre. Haben wir dort ein Buch jetzt hingelegt? Nein. Wo hinten? Achso, meinst du der Kreuzung? Ja. Ich habe erst nicht mehr. Ich bin ein bisschen. Okay. Ich kann ja mal bei den anderen Dings gucken, ob da schon was drin geschrieben wurde. Da habt ihr auch ein Buch hingelegt, ja? Mhm. Sag mal, was ist denn los? Was liegt das denn so komisch? Macht das gerade irgendwas? Nee. Macht das gerade irgendwas? Ne, hier ist ja auch nicht durch Zeit gelaufen. Definitiv nicht. Habt ihr hier auch ein Buch hingelegt? Ja, hier ist auch nichts drin. Nee. Doch, hier in der Ecke ist er durch Zeit gelaufen. Hinten? Ja. Und ihr gehört, jetzt ist halt, ja, jetzt ist halt nicht alle drei gelaufen. Haben wir jetzt noch was, außer Geisterorb und Gefriertemperatur? Ne, wir haben bis jetzt nichts und Fingerabdrücke sind da halt reichlich schwierig, ne? Aber da fasst er ja nichts an, glaube ich. Ja. Buch wäre halt der Revenant, ne? Wieder da hinten links vom Stück gelaufen. EMF5 wäre höchstens vielleicht nur, wenn es zum Auswahl steht. Ne, der Hanto braucht die Fingerabdrücke, der Onryo braucht die Box, der Revenant braucht das Buch und der. Was war das noch? Warte. Jurei braucht. Okay, er hat ein Buch geschrieben. Ah, ja? Ja, gut. Ich hab mir schon gedacht, weil das so schnell war, also für mich. Hab mir gerade gewundert, was hier so kritzelt. Aber. Ja, ich hab's. Ja, ja. Oh Gott, das hat er geschrieben. Revenant. Jetzt hab ich. Und so, was ist? Ready for you. So, ich mache jetzt mein letztes. Ja, ich bin heute. Ja. Dann kann ich noch ein bisschen ESO weitermachen. Mal wieder reinfinden. Ja, ich werde mir dann die zwei Spiele kaufen und runterladen. Mhm. Ich auch natürlich, bei meinem Geld. Spielst du ja gar nicht. Wie soll ich sie spielen, wenn ich... Du spielst ja auch nicht, wenn du sie hättest. Das eine ist der Farming Simulator 19 und ja, das andere hätte... ist das... Ich hab mir ja was anderes gekauft. Aha, was hast du gekauft, hä? Hä? Nichts. Da also werden wir sowieso sehen in Steam. Ich hab mir The Wolf gekauft. Warte, das hast du ja schon länger ist. Nee. Hab ich seit kurzem. Hab ich ja schon das Spiel gesehen.
Habe ich sehr schon geguckt, was das ist. Mhm. Kontrolle habe ich schon gemacht. Kontrolle. Kannst du auch mal öfters deine Zähne putzen? Hast du aber gar keine mehr im Mund. Ach, das macht doch nicht. Ach so. Doch, beim Rippchen abnagen brauche ich schon meine Zähne. Doch, dafür gibt's. Ja, wenn es gute Rippchen sind, dann brauchst du nicht abnagen. Doch, natürlich. Da müssen ein Haufen Knorpel dabei sein zum. Die müssen vom Knochen fallen. Ja, aber Knorpel. So, wieder da. Ja, okay. Von den Knochen. Nein, das muss trotzdem abfallen. Was muss abfallen? Knorpel fällt nicht von der Rippchen. Das Fleisch muss richtig zart vom Knochen ja, fallen. Ja, aber die, der Knorpel. Sieht aus wie ein Knorpelfutterer. Ja, ich bin Knorpelfutterer. Keine Ahnung, wie du aussiehst. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe mal ein Bild von ihm gesehen, aber das ist ja schon. Warte, lass mich überlegen. Uraspa. 10 Jahre ist es schon her. Was? Nein. Doch, so lange kennen wir uns schon. Ja, das wird so lange kennen, gewesen. Ja, und ganz am Anfang hast du mir lass mal. Das ist 6 Jahre sein. Okay. Nein. Ganz am Anfang hast du mir über. Wie heißt denn das Programm da nochmal? Ich hab das Tür gehört. Ja. Also, so heißt das Programm nicht, aber. Nein, Tür, das Programm habe ich nicht. Nee, wie ist das doch mal? Haben wir überhaupt den Generator? Hier! Ich weiß nicht mehr, wo der ist, also im Keller habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Aber hier, da hinten ist auch die. Bei beiden Türen ist die Tür. Bei beiden Türen ist die Tür offen. Oh! Bei beiden Türen ist die Tür offen. Warte, hier! Die Garage ist da normalerweise. Wo ist die Tür offen? Ich glaube, der ist hier drin. Skype hab ich nie. Doch, ja. Du hattest mal Skype. Und darüber hast du mir ein Bild geschickt gehabt. Das hieß Skype. Bin ich mir sicher. Hat er aufgehört. Wieder vorzählt mal. Ja, das, und es ist schon länger wie 6 Jahre her, weil es war nämlich noch, als wir in der Wohnung gewohnt haben oben. Und wir wohnen ja schon seit 2013 jetzt hier. Tür. Hat irgendwann mit ihm EV, so. EV, Generator, EV. Ist an. Wo ist die Tür? Wo? Hier oben. Wie oben ist es aufgegangen? Warte, ich komme. Wo oben? In dem einen Zimmer, wo wir schon mal den Geist hatten. Ich wollte euch bloß informieren, dass unten im Keller gerade eben 6,5 Grad waren. 8,8 Grad. Nee, doch nicht, ist die Klotz. 7,8 Grad. Ist das hier? Nee, weil die Tür ist noch nicht. Ja, aber wir haben hier oben die 3 EMF und da hat er was runtergeschmissen. Oder ist es der Zwilling? Die Zwillinge. Was soll ich? Der Terminator, der unten hat. Was hast du da unten? Warte. 6, noch was? Ja. Oh, ne, hier ist ja jetzt der. Der war schon bei runter. Der ist auch nicht runter. Wo ist hier runter? Ne, hier ist das Ding. Hä? Ach, der ist runter. Ich mach mal Sensoren rein oben. 8,8 wieder. Also hier unten habe ich auch niedrige Temperaturen. 8,9. Muss ich jetzt hochgehen, aber der Generator ist an, man kann Licht anmachen. Bist du hier? Bist du hier? Wo denn, Kitty? Dann stelle ich da auch Kamera und Dots auf. Unten im Keller. Warte, ich geh mal schnell oben gucken, ob der Blitzet. Da glitzert. Ist wieder auf 3. EMF 3. Wo war jetzt EMF? Da oben. Ja, wo? Oben hinten? Hier hinten. Und da bist du hier? Die Tür bewegt. Wo? Welche Tür? Die hier. Minus 7,1. Jo. Also doch oben. Ja. Ich wäre mir nicht sicher, es können auch Dinge sein. Bist du hier? Was war das? Oh Kind, das freut mich so sehr, dass ich dich zum Lachen bringe. Ja, es ist das halt. Oh, die Tür wieder. Oder wieder? Aber ich glaube, dass er hier drin ist. Hier waren eben die Temperaturen. Ja, und da ist auch, hat er die Tasse erstmal runtergeschmissen und umgeschmissen. Ja, behind. Onryots die Zwillinge.
Dann würde ich sagen, es sind die Zwillinge. Was brauchen die denn noch? Ja, weil die zwei Dinger da machen, Ja, zack, weg damit. Zack, weg damit. Also nochmal im Keller aufbauen oder meint ihr lieber oben? Onryo? Oh. Ja, Moment mal, quatscht. Moment mal. Onryo wäre Orb und Zwillinge wäre EMF5. Ja. Haben wir gegen Orb geguckt eigentlich? Also wir haben Box. Und im Keller war kein Orb. Und was hatten Gefrier? Nee, oben hatten wir auch keinen Orb. Ist gerade auf 9. Ich bleib draußen. Ja, auf 6 wieder runter. Also hier im Dings ist auch kein Orb. In der Treppe nach unten. Im Flur auch nicht. Küche auch nicht. Nö. Hier kein Orb. Was sagt meine Senti? Die sagt 72. Immer auf die falsche gekommen. 72. So, also was war jetzt? Ja, du bist noch so bei 70. Onryo wäre der Orb gewesen und die Zwillinge wäre EMF5, ne? Ja. Ich habe jetzt oben im Flur nochmal. Achso, wir brauchen ja gar keine Dots. Haha. Nö. Hm. Hm. Hallo. Hallo, ihr habt durch die Zunge eine Tür gehört. Tour. Ach nee, das ist schon so schön, wenn du dich belustigen kannst an mir. An dir, das ist irgendwie komisch. Hä? Ist gerade jemand hinten im Flur, im Bad? Ich geh da gerade hin. Ah, okay. Achso, warte mal. Unten oder oben? Na, oben. Oben belegt. Weil. Ich nicht. Ja, nee, weil. Ich wollte gerade sagen, da hinten war ein Orb, aber das ist Sebastian. Oh. Mike. Auf 10 ist es. Lassen Sie. Die Dingsbums. Ja, er huntet. Nee, tut er nicht. Doch. Nö, die Tür ist noch offen. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Bewegungssensor und Geist. Und Salz. Nee, im Keller ist aber kein. Nee, sah so aus. Also im Keller ist kein EMF. Oben hast du gesagt, ist EMF, ne? Mhm. Mein Gott, er schreit so, er wird mich finden. Er will nicht, dass wir kommen, er hat gerade die Tür zugemacht. Das ist aber auch neu. Au. Aha. Ich hab jetzt gerade die anmachen wollen. Warum geht denn der Dude? Der hat Licht ausgemacht, der handelt bald. Er ist gerade auf 2. Nee, aber ob's absolut nicht. Mhm. Ja, das ist bestimmt. Ich bin draußen. Ich auch! Gut, dann mache ich hier jetzt Beweis. Zack. Zwillinge, fertig. Ernsthaft? Hast du das gemacht oder handelt er? Temperatur und. Was ist meine Gefriertemperatur und Box? Du benimmst Zwillinge, ja? Ja. Wehe, dem sind keine Zwillinge. Ja, wir hatten keinen Ort, du kannst ja nochmal reingehen. Guck mal, hier ist EMF. Gehst du so lang durch? Nee, ich hab. Ja, eh nicht dran. Los. Ja. Nee, warte. Ich nehm die Zwillinge. Okay. Große Brüste, yeah! Große Brüste? Alter, was ist denn mit denen los? Ja! Mann! Der hätte ja so einen Zweck, wenn der so deswegen gesagt. Hatten Sie mich gehört? Nee. Nee. Er lacht jetzt voll böse.
Das waren die Zwillinge! Jawohl. Aber nur 40! Ja, weil wir das gemacht haben, ne? Na, weil wir keine Aufträge gehabt haben und den dritten Dings nicht hatten.